Hallo liebe Campingfreunde, wir sind immer noch auf der Messe in Magdeburg und ja, jetzt schauen wir uns mal ein Hobby Ventana on Tour an. Ja, in Weiß. Er wirkt sehr schick in Weiß. Wir gehen gleich mal hinein und hier vorne sehen wir gleich den Dometic Kompressorkühlschrank, den man beidseitig öffnen kann mit Eisfach. Ja, gehen wir hinein. Ja, das ist ein 6-Meter-Fahrzeug und was mir gleich auffällt, wir haben hier vorne in der Dinette richtig viel Platz. Ich werde mal so ein bisschen hier was bauen. Drehen wir mal den Stuhl. Nehmen den Tisch ein bisschen rüber. Ja, und dann setze ich mich mal hinein. Der Tisch ist sehr tief. Sehr, sehr weiche Sitze. Ja, auch gerade. Und fallen so ein bisschen zur Seite ab, die Sitze. Also wenn man am Rand sitzt, ist es nicht so bequem. Für kleine Kinder mag das okay sein. Ja, ich bin 1,80. Ich passe hier ganz gut drunter. Hier kann man es aushalten. Ich sehe hier gerade 230 Volt und zwei USB-Steckdosen. Für mich sehr gut angebracht. Ich kann meinen Laptop einstecken. Ich kann mein Handy hier direkt laden und muss nicht hier unten irgendwo immer rumkramen. Ne? Ja, hier über mir ist gleich der Fernseher, wie ihr seht. Wir haben hier noch eine Beleuchtung und natürlich gibt es hier Verdunklung und Fliegengitter. Ja, es gibt auch einen Alternativtisch. Ja, kriegen wir natürlich jetzt nicht raus, weil der Tisch da, der Stuhl im Weg ist. Machen wir das zur anderen Seite. So, ja, sehr großer Tisch. Das gefällt mir gut. So, jetzt muss ich natürlich mein Messgerät suchen. Wir haben hier eine Tiefe vom Tisch von 45 cm, eine Tischlänge von 90 cm und mit Tischverlängerung, da haben wir sogar 1,25. Das nenne ich mal ordentlich. Ja, was mir gleich auffällt, hier oben geht es gleich weiter. Hier haben wir zwei Schränke. Ja, da oben wird es natürlich ein bisschen kleiner. Schaut mal. Aber von der Optik ist das schön gemacht, dass es bis vorne durchgeht mit den Oberschränken. Sehr schön gemacht. Wir haben hier ein mittelgroßes Heki. Ja, mit Kurbel. Wir haben hier vorne ja keinen Skyroof. Finde ich schade. Man hätte auch hier ein Fach machen können. Also wenn man schon so ein Coupé macht, dann mit Skyroof, finde ich. Ja, unterm Tisch haben wir noch zwei Fächer. Ein kleines und ein größeres. Ja, vorne seht ihr, das Fahrzeug ist auf Citroën-Basis mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Hier haben wir ein Pioneer-Radio verbaut. USB und 12-Volt-Steckdosen. Und natürlich können wir das Fahrzeug auch verdunkeln. Und hier vorne das Gleiche. In der Mitte wird es dann hier mit einem Magneten gehalten. Ja, dann kommen wir mal zur Küche. Die Küche, also ein riesiger Küchenblock hier. Ist natürlich dem geschuldet, dass der Kühlschrank sich vorne befindet. Da haben wir hier sogar noch zwei Haken. Wir haben hier einen sehr kompakten Zweiflämmer. Aber was soll's? Die meisten brauchen nicht mehr. Wir haben hier einen Wasser, der eingefaltet ist. Na, ob der lange hält, sieht aber sehr schick aus. Ja, ist ein bisschen unbequem. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose. Wir haben hier noch eine schöne Ablage. Schaut mal, das geht durchs ganze Fahrzeug durch, wie bei einem Liner. Wir haben hier oben ganz tolle
Oberschränke, ja, passen Frühstücksteller und Tassen rein. Unten im Küchenblock haben wir einen Kleiderschrank. So, und dann haben wir noch mittelgroße Auszüge. Ja, da passt auch sehr viel rein. Also ich denke mal, die Töpfe und weiteres Geschirr zu verstauen, bietet die Küche genügend Platz. Ja, und dann sind wir ja schon im Schlafbereich. Hier haben wir einen riesigen Oberschrank, auch mit den, schaut mal, den Regalen. Ganz hinten noch ein Oberschrank, da komme ich jetzt aber nicht ran von hier. Und an der Seite auch noch mal einen großen Oberschrank. Ja, ich werde euch mal das Bett ausmessen. Wir haben auf der Fahrerseite haben wir 1,47 Meter und auf der Beifahrerseite haben wir 1,67 Meter. Und die Bettlänge, da haben wir 1,92 Meter. Ja, schauen wir mal, was sich unter den Matratzen verbirgt. Einen tollen Lattenrost. Ja, hier haben wir ein Revisionsfach fürs Frischwasser. Und von der anderen Seite schauen wir auch noch mal. Da ist jetzt nichts weiter von hier zu sehen. Wir haben jetzt sozusagen im Fußbereich ein Fenster, weil die breitere Seite ist natürlich hier, wo man mit dem Kopf normalerweise schläft. Ja, dann kommen wir mal zum Bad. Oh ja, sehr hell, sehr schön, sehr großzügig, mit Duschvorhang. Ja, wird der ein oder andere sagen, das geht gar nicht. Mich stört's nicht, ich habe selber auch einen Duschvorhang, das funktioniert. Jetzt haben wir hier einen Oberschrank. Das Schöne, wir haben hier oben ein kleines Heki und ein Badfenster. Dann kann nach dem Duschen der Wasserdampf ruckzuck wieder raus. Wir haben da sehr viele Ablagen. Ja, das sieht gut aus. Ja, Toilette kann man ganz bequem sitzen, aber ich gehe doch mal rein. Ich probiere das mal aus. Ich bin 1,80, habe 3 Finger breit nach oben hin noch Platz. Und ja, wirklich gut. Jetzt muss man sich den Duschvorhang noch mal vorstellen. Wird es ein bisschen beengter, aber ich habe hier sehr viel Platz. Und wenn ich mich auf Toilette setze, ja, die ist recht hoch, aber da kommt dann noch der Boden wieder rein. Der Boden ist ungefähr so 8 cm, trägt er auf und dann sitzt man, ich mache mal die Füße an der Seite und dann sitzt man auch ganz bequem hier. Ja, wirklich ein schönes Bad. Schaut mal, da ist die Duschwanne, die kann man schon Wanne nennen, da haben wir nochmal den Luftausströmer und wir haben hier auch 2 Abflüsse, das ist natürlich super, geht ganz einfach. So, ja, tolles Bad, ihr seht, hier ist auch alles abwaschbar von der Sache her. Schönes Fahrzeug, von der Farbgebung gefällt mir das auch sehr gut. Dann gehen wir doch mal zur Heckgarage. So, jetzt sind wir im Heckbereich. Ja, hier seht ihr nochmal den Lattenrost und ja, dann haben wir die Schottwand, die liegt hier mit 2 Einstiegen. Und hier haben wir nochmal den Zugang zum Frischwassertank von der anderen Seite. Ja, hier unter seht ihr noch mal ein großes Fach, da kann man von oben nicht ran. Hier haben wir noch mal Luftausströme, 4 Verzurösen. Hier kann man auch noch mal was verzuren. Auf jeden Fall den Tisch oder die Stühle. So, jetzt kommen wir zum Gasfach. Oh, da haben wir sogar einen Schlitten, den man rausfahren kann. Und dann kann man da schön rausfahren. Und ganz bequem hier 2 11 Kilo Gasflaschen einladen und nicht wie bei den anderen. Das finde ich sehr toll gemacht. Ja, liebe Hersteller, schaut euch das an. Ja, das war's im Heckbereich.
Wir haben hier ganz ungewöhnliche vorgehängte Fenster, einen ganz anderen Design. Das muss einem gefallen. Mir gefällt es jedenfalls nicht. Dann kann ich doch gleich lieber die Rahmenfenster nehmen, die kleinen. Hier an der Seite sind auch so ein bisschen vorgehängte Fenster im anderen Design. Die sind so an den Seiten so ein bisschen gewölbt. Ist so nicht wirklich mein Geschmack. Ja, wir haben dann hier den Landstromanschluss, den Truma-Kamin und hier hinter befindet sich die Kassettentoilette. Also die Kassette, die man dann rausziehen kann. Ja, hier hat man davor noch richtig viel Platz. Da kann man dann noch die Chemieutensilien verstauen. Ja, so liebe Campingfreunde, dann kommen wir zum Preis. Des Vantania On Tour Edition K60 FT. Da oben in der Ecke steht es. Ein 6 Meter Fahrzeug. Hier seht ihr die Ausstattung. Ich mache mal das Licht aus, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Dann haltet ihr einfach das Video an, wenn ihr euch das anschauen wollt. Das Fahrzeug steht hier zu einem Gesamtpreis von 58.264 Euro. Liebe Campingfreunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und möchtet ihr noch weitere Videos von diesem Kanal anschauen, abonniert den Kanal einfach und bitte die Glocke nicht vergessen. Ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier auf der Messe in Magdeburg. Ja, bis bald.